So, immer noch in dieser Höhle, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Felsmoorhang. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Und es geht gar nicht mehr weiter. Wir sind durch mit der Höhle. Und ich muss sagen, diese Feueradepte oder Adepts, je nachdem wie die Mehrzahl ist, weiß ich gerade nicht so genau. Die sind nicht ohne. Also drei Stück von denen, die haben schon ordentlich reingehauen. Ich habe jetzt Traps auch ordentlich konfiguriert. Jetzt sollte es hier keine Probleme mehr geben. Abgesehen davon, dass es jetzt gerade Nacht ist. Ich werde jetzt mal meine Waffe ausrüsten. Waffe ausrüsten, mein Schild und ja, jetzt gucke ich mal, wo ist denn jetzt mein Feindschild aus den Favoriten entfernen. Ausrüsten auch nicht. Das macht 24, das macht auch 24 und steigert die Blitzresistenz. Das ist sehr geil. Auch direkt zu den Favoriten. Halskette ist gering, Feilschens, 10%, die trage ich. Was habe ich hier denn jetzt noch? Das hat nichts gebracht. Hier mein Helm. Der macht 18, 19 Beschwörungskosten. Dann ziehe ich den ja natürlich auch an, da wird dann ja auch nicht lange drüber nachgedacht. So, das muss jetzt fürs Erste eigentlich reichen. Pferdchen, wo bist du? Hä, bin ich... blöde? Ah, komm hier, Schnellreise. Wehe, du tauchst gleich nicht auf. Da steht sogar, dass ich die abgeschlossen habe. Das ist ja auch praktisch. Schnellreisen, ja. Mal gucken, bestimmt ist es jetzt tags, weil wir so elendig lange gebraucht haben. Hier ist mein Pferd. Da, 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 da. So, weiter geht's. Immer möglichst dicht. Hier am Rand. So, wo bin ich denn jetzt? Hier. Oh, ich bin ja nicht mal auf dem halben Weg. Das ist ja Pillepalle. Ah, komm. Muss ich jetzt nochmal einen Zahn zulegen. Schaden wird es mit Sicherheit nicht. Und jetzt ist uns hier schon wieder was. Was ist denn das? Scheint aber nicht zu sein. Ich habe auch noch keinen Ort entdeckt. Ah, sieht schon ein bisschen mythisch hier aus. Ah, hier ist doch was. Ich habe immer noch nichts entdeckt. Komisch, komisch. Was ist denn das? Zwergenlagerraum. Gut, speichern sicher, sicher. Wer weiß, was mich da erwartet. Vielleicht springt denn ja auch mal für unsere kleine Dame eine neue Rüstung raus. Und ich glaube, ich befinde mich jetzt genau da drin, wo ich eigentlich vorerst nie wirklich rein wollte. Wahrscheinlich sind hier, weil das jetzt alles schon so architektonisch ein bisschen hochwertiger ist, befinden sich dann wahrscheinlich gleich hier genau die Gegner, auf denen ich nie treffen wollte vorerst, auf diese gelben Riesenmechanik. Hä? Warum geht das Schloss denn jetzt nicht auf? Ja gut, einfach gar nichts mit dem Schloss machen ist ja auch praktisch. Also ich ahne Schlimmes, ganz, 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 ganz Schlimmes. Oh, Metallbarren, ist das geil. Ja, ich weiß, ich bin zu schwer, es geht gleich alle hier. Mein Packesel. Herkommen, herkommen. Ich bin direkt hinter euch. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Ja, richtig so. Die ganzen Barren etc. könnte ich ihr eigentlich auch mal geben. Aber ich gebe erstmal nur diese irgendwas mit Zwergen. Zwergenmetallbarren. Wie geil. Schenke ich dir. Geht vor, ich folge. Jo, kriegen wir hin. Massives... Dovma-Metall? Kann ich damit was anfangen? Nee, das sind schon diese ganzen mechanischen Teile. Das ist mir schon wieder alles viel zu viel. Die sind... Ja, die wiegen mir alle zu viel. Das bringt nichts. Da kann ich momentan nichts mit anfangen. Experte! Hier werde ich mich kurz einmal ein bisschen, ganz, ganz bisschen dran versuchen. Ne! Oh, es war knapp.
Hals, Maul, ich habe ein Expertenschloss geöffnet. Ja gut, das war jetzt wirklich nicht schlecht. Und hier ist... was? Ach du Scheiße, Zwergenstreitachse der Kraftlosigkeit. Direkt angucken. Wenn das jetzt mal nicht geil war. 22 Schaden verursacht, 15 Punkte. Na gut, so gut ist die ja jetzt nicht. Aber ist schon ordentlich fett. Ist hier noch etwas? Scheint nicht der Fall zu sein. Wie die ganzen Teile und mechanischen ich Mist. Bin direkt hinter euch. Das ist mir ich nicht habe ganz geheuer. Eure Last zu tragen. Ja, du musst doch nicht immer schwören. Es reicht doch, wenn du einfach mal dein Inventar öffnest und ruhig bist. Geben. Und natürlich hier diese zwergischen Metallbaren. Auch speichern. Und dieses Schloss will ich auch nochmal öffnen. Alter Falter, hier kann man sich aber auch nicht viele Fehler leisten. Aber ein paar Dietrich habe ich ja noch. Denn es ist irgendwo hier. Nein, wie knapp! Ja, Expertenschloss wieder mal geknackt. Direkt wieder ein Level Up. 38 bin ich mittlerweile in Schlösser knacken. Also nicht schlecht. Gut. Dann war meine Angst doch unbestätigt geblieben. Obwohl, ich muss sagen, dafür, dass das jetzt ein bisschen architektonisch hochwertiger aufgemacht ist und viel mit Metall gearbeitet wurde, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es doch so richtig geil noch in die Spielwelt passt. Es wirkte keineswegs fehl am Platz. Und ja, ich bin immer noch nicht gesund. Nein, es... ah, jetzt. Es wirkte keineswegs fehl am Platz. Seht mal da drüben. Eher einfach, weiß ich nicht, anders, also spannender, weil es jetzt was war, was man so noch nicht gesehen hatte. Und jetzt geht's ab. Also hier wird es, denke ich mal, ordentlich abgehen. Das eine war jetzt hier nur so ein kleiner Vorkontor wahrscheinlich. Was sage ich, hier dreht sich schon was. Das spricht doch schon für sich. Schlüssel erforderlich. Ja gut. Miste. Scheiße. Schade. Also, ich, ne, die Angst ist da natürlich auch mit bei, aber gereizt hätte es mich jetzt schon, vor allem es euch zu zeigen. Ich kann hier einmal kurz umherlaufen, ob ich jetzt auf gut Glück den Schlüssel finde. Das glaube ich eher weniger. Ich denke mal, den kriegt man dann wahrscheinlich irgendwo in der Stadt oder so. Ja gut, dann steigen wir auf. Schade. Hier sind wir. Weit ist es auch gar nicht mehr. Dann kommen wir zumindest, oder müssten wir zumindest noch auf jeden Fall in die Banditenhöhle kommen. Diese Dinger könnte ich ja jetzt einsammeln, aber ich lasse es einfach mal. So. Jetzt müssten wir jetzt gleich da sein. Nicht böse? Die Höhle ist aber auch schon ein bisschen versteckt. Das muss man jetzt mal lassen. Hier so muss man wahrscheinlich hintauchen oder sowas. Also natürlich nicht. Aber so. Da sind wir. Hier mal den Sack durchsuchen. Schaden tut es mit Sicherheit nicht. Und nun ab in die Steinbachhöhle, um endlich den Diebesanführer einen Kopf kürzer zu machen. Hier sehen wir auch schon die erste Leiche, die uns entgegentritt. Hier ist ein Fisch. Fangen den Lachs. Lachsfleischchen zu... ach, das... ja, gut. Der war so groß, ich hab nur die Hälfte weggenommen. Oder es war gerade noch irgendein anderer. Dietrich Gold. Ja, das ist alles wieder mal nichts für mich. Okay. Das ist auch mal wieder eine komplett andere Höhle. Also wie gesagt, wir haben jetzt schon ein paar Höhlen uns angeguckt, aber... ich habe kein gutes Gefühl bei dieser Sache. Die sahen immer anders aus. Was, warum verschleiert? Oder... ich bin doch gar nicht unter Wasser. Warum ist denn jetzt so ein Effekt, als wäre ich unter Wasser?
Die, das werden doch jetzt wohl Gegner sein, oder? Ist da jemand? Hier drüben! Oh Gott! Ja. Ah, hier, komm, stirb doch! Mensch! Was ist denn mit ihr los? Zack! Diesen Kampf könnt ihr nicht gewinnen! Fünf! Oh Gott, was ist denn nun passiert? Ja gut, das war hier... War hier irgendein Gas in der Luft? Scheint so, dieser Effekt ist jetzt weg. Okay. Das war jetzt ein bisschen... Jetzt machen wir bitte Platz. Jetzt ein bisschen eigenartig. Okay, komisch, komisch, komisch. Ey, diese Höhle mit dem Wasser ist aber auch ganz schön eng. Ich, wäre ich ein Bandit, ich hätte mir irgendwas anderes gesucht. Das ist mir hier partout zu blöd. Um ehrlich zu sein. Aber scheinbar... Was? Interessiert das die meisten ja nicht wirklich. Gold, Dietrich. Mal gucken, ob hier irgendetwas ist. Wahrscheinlich wieder mal nichts Relevantes. Hoffentlich, ja, Lehrling. Tatarata. Allein, dass wir jetzt schon zwei gefüllt mit armseliger Seele, alles klar. Allein, dass wir jetzt schon zwei Expert-Schlösser geknackt haben, finde ich ja mal dermaßen geil. Gut, hier sind wir jetzt lang gegangen. Was sagt die Zeit? Wir sind bei 12 Minuten. Ja, ein bisschen geht noch. Sagen wir, gehe ich hier mal wieder runter bis zur Abzweigung. Also nicht bis zu der, sondern bis zu der, wo wir auch links abbiegen können. Dann war hier, glaube ich, gerade irgendein Gas oder so in der Luft. Naja, wie es weitergeht in dieser schönen Banditenhöhle, oder eher gesagt hässlichen Banditenhöhle, ich finde es ja total hässlich, zu mickrig, zu eng, zu klein, aber egal, ich bin ja auch kein Banditenanführer. Wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge.